Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Valentin Gaschi. Ich bin von Demokratie in Bewegung vom Landesverband Baden-Württemberg. Und anlässlich zur Internationalen Woche des Grundeinkommens werde ich mich heute mit Sigrid unterhalten. Und wir finden raus, was das Grundeinkommen ist und wofür wir das brauchen. Hi Sigrid. Hallo. Also wie gesagt, ich bin die Sigrid und innerhalb von Demokratie in Bewegung bin ich im Themenkreis bedingungsloses Grundeinkommen. Und das BGE ist ja bei uns schon im Programm drin. Und wir haben jetzt in den letzten Monaten ein Finanzierungsmodell erarbeitet. Mhm. Und ja, ich freue mich auf die Fragen und stelle mich Ihnen. Ja, das wird spannend. Das BGE an sich ist ein großes Thema und wird viel darüber geredet. Aber was ist eigentlich das bedingungslose Grundeinkommen? Das Grundeinkommen soll als ein universelles soziales Menschenrecht festgelegt werden. Welches aber durch das politische Gemeinwesen gewährleistet wird. Und das Netzwerk Grundeinkommen hat hier vier Kriterien festgelegt, denen wir uns auch anschließen. Und zwar ist es Existenz- und Teilhabesicherung, dann individueller Rechtsanspruch für alle Menschen, keine Bedürftigkeitsprüfung und kein Zwang zur Arbeit oder sonstige Gegenleistung. Und für uns ist aber auch die konsequente Umsetzung des Artikel 14 im Grundgesetz, Absatz 1 und 2, der besagt, das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet, Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt und Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Mhm. Ja? Okay, das habe jetzt selbst ich verstanden. Sehr cool. Aber wofür brauchen wir dann eigentlich das Grundeinkommen? Weil das Geld aus dem gesamtwirtschaftlichen Erfolg sehr ungleich verteilt ist im Moment. Und man muss das BGE als eine Mindesteilhabe an diesem Erfolg der Gesellschaft sehen. Denn wenn man mal überlegt, ohne das Zutun der Leistung von den Bürger und Bürgerinnen, gäbe es diesen Erfolg überhaupt nicht. Ja, das stimmt. Und wenn man dann noch das Ehrenamt mit dazu denkt, was wir ja neben der Erwerbsarbeit auch noch leisten, dann ist das im Grunde genommen eine Anerkennung des gemeinsam erwirtschafteten Erfolgs. Mhm. Und es drückt im Grunde genommen aus, jeder ist Teil dieser Gemeinschaft und die Gemeinschaft steht zu jedem Bürger und zu jeder Bürgerin. Mhm. Und jetzt, wo du gesagt hast, okay, die Gemeinschaft steht zu jedem Bürger und jeder Bürgerin, soll da wirklich jeder das Grundeinkommen bekommen oder wer soll das dann bekommen? Ja, es soll jeder bekommen. Mhm. Und zwar alle Menschen, die die deutsche Staatsangehörigkeit haben, vom Geburt bis zum Tod. Also deswegen die Deutsche, weil wir reden ja jetzt von einem Grundeinkommen für Deutschland. Mhm, ja. Ja, man kann das auch europaweit denken oder weltweit, aber wir konzentrieren uns jetzt heute mal auf das BGE innerhalb von Deutschland. Mhm. Und dann eben auch dauerhaft in Deutschland Lebende, die ihren ersten Wohnsitz hier haben. Mhm. Und Ausländer oder Ausländerinnen mit einem Aufenthaltstitel sollen das bekommen. Und Heranwachsende, die in Auslandsausbildung sind.